Nachwuchs, sonst brauchen wir nicht über weitere Zukunftsfragen wie neue Antriebe gar nicht zu sprechen. Gerne besprechen wir das gemeinsam im Ausschuss, aber dann lassen Sie uns bitte die richtigen Schwerpunkte setzen. Vielen Dank. Und damit schließen wir die Aussprache. Interfraktionell wird die Überweisung der Vorlage auf Drucksache 19/32 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Gibt es Ihrerseits weitere Überweisungsvorschläge? Das ist nicht der Fall. Dann verfahren wir wie vorgeschlagen. Und ich rufe auf den Tagesordnungspunkt Nummer 14, der erste Entwurf des von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurfs zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes. Für die Aussprache ist eine Dauer von 39 Minuten vereinbart. Ich bitte Sie, die Plätze zügig einzunehmen und diejenigen, die der Debatte nicht mehr folgen wollen, den Plenarsaal zu verlassen oder weiter hinten Platz zu nehmen und bitte auch dann die Gespräche entsprechend einzustellen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich eröffne die Aussprache und ich erteile das Wort für die Bundesregierung dem Bundesminister Prof. Dr. Karl Lauterbach. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, wir reden heute über eine sehr wichtige Frage, die Frage nach der Triage im Rahmen der Infektionsschutzversorgung. Und es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass es Gott sei Dank so gewesen ist, dass diese zentrale Frage im Rahmen der Pandemiebewältigung bisher nie eine Rolle gespielt hat. Sie hat keine praktische Rolle gespielt. Und dabei soll es auch bleiben. Wir haben in unseren Krankenhäusern nie die Triage praktizieren müssen. Das ist auch unser Ziel, das weiter zu verhindern. Ein Rückblick. Wir haben 2020, 2021 erhebliche Belastungen in den Krankenhäusern gehabt. Wir haben es aber durch die Einführung des Kleeblattsystems zu jeder Zeit geschafft, die Patienten so in Deutschland zu verteilen und zu versorgen, dass es keinen einzigen mir bekannten Fall einer Triage im Rahmen der Versorgung von Covid-Patienten gegeben hat. Das ist eine große Leistung unseres Gesundheitssystems, aber auch eine große Leistung der Pflegekräfte und der Ärzteschaft. Ich möchte mich an dieser Stelle noch einmal ganz ausdrücklich hier bei allen, die daran teilgehabt haben, die dazu beigetragen haben, ganz, ganz herzlich im Namen auch der Bundesregierung bedanken. Trotzdem müssen wir alles dazu tun, dass es auch so bleibt. Und da müssen wir wachsam sein. Wir müssen die Pandemie weiter im Griff behalten. Es ist leider so, die Pandemie ist leider nicht beendet. Wie die Blicke auf den Pandemieradar jetzt zeigen, wir haben derzeit steigende Fallzahlen. Wir haben eine Mehrbelastung erneut auf den Intensivstationen. Wir haben auch wieder mehr schwere Fälle. Auch die Sterblichkeit steigt leider wieder. Und es ist auch nicht ausgeschlossen, dass wir über den Winter andere Varianten bekommen, die uns vor neue Herausforderungen stellen. Daher brauchen wir dieses Gesetz. Es ist ein Gesetz, wo wir immer hoffen, dass wir es nie anwenden müssen. Aber wir müssen es haben, denn wir müssen sicherstellen, und das ist das Wichtigste, was wir mit diesem Gesetz verfolgen, wir müssen sicherstellen, dass Menschen mit Behinderung und schweren Vorerkrankungen nicht wegen ihrer Behinderung oder wegen der Vorerkrankungen bei der Zuteilung von wichtigen lebenserhaltenden Versorgungsmaßnahmen benachteiligt werden. Das darf nicht passieren. Unsere Gesellschaft ist immer so menschlich, wie sie mit denjenigen umgeht, die die meisten Nachteile haben und die sich am wenigsten wehren können. Das sind die Menschen in akuter Not, die mit Behinderung, möglicherweise auch mit geistigen Schwierigkeiten und mit Vorerkrankungen, unter denen sie schon genug gelitten haben, dann auch noch in eine solche Situation kommen, wo sie eine akute Versorgung benötigen. Und da dürfen sie nicht benachteiligt werden wegen der Nachteile, die sie schon ihr ganzes Leben erleiden müssen. Das ist der Sinn dieses Gesetzes.
Wir haben daher hier Klarstellung und Rechtssicherheit geschaffen. Das ist die Essenz des Gesetzentwurfs. Niemand darf aufgrund einer Behinderung oder einer Vorerkrankung bei der intensivmedizinischen Behandlung benachteiligt werden. Das bedeutet, jedes Leben hat für uns grundlegend die gleiche Bedeutung, die gleiche Berechtigung. Ich möchte an dieser Stelle daran erinnern, dass das leider in dunklen Zeiten unserer Geschichte nicht der Fall gewesen ist. Nicht der Fall gewesen ist. Und daher ist es sehr wichtig, dass wir uns noch einmal vergewissern, wo wir hier stehen. Wir sind eine Gesellschaft, die das Leben eines jeden gleich zählt. Und das bringen wir hier auch zum Ausdruck, indem es keinerlei Benachteiligungen geben kann für Menschen mit Behinderungen, mit Nachteilen oder mit Vorerkrankungen, die sonst diese Möglichkeiten nicht hätten. Ich möchte bei dieser Gelegenheit mich auch ausdrücklich bedanken für die kompetente Beratung und Diskussion, die wir geführt haben mit dem Beauftragten der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderung, Jürgen Dusel. Er hat uns wirklich hier in vielen Diskussionen einen Weg gewiesen, den wir gerne gehen, den wir gerne mitgehen. Aber ich möchte es hier sagen, also dass wir ihm auch dem Beauftragten ausdrücklich danken. Er hat die Perspektive der Menschen eingebracht, die auf der anderen Seite stehen, die diese Leistungen möglicherweise irgendwann benötigen wollen. Daher möchte ich ihm danken für die aufklärende Sicht, die er hier einbringen konnte. Wir wollen auch Rechtssicherheit für die Ärztinnen und Ärzte haben. Es geht darum, die Überlebenswahrscheinlichkeit, die vor der Behandlung besteht, darf hier nicht durch die Behinderung benachteiligende Effekte haben. Behinderung und Grad der Gebrechlichkeit dürfen keine Rolle spielen. Damit das auch funktioniert, haben wir das Mehraugenprinzip für die Entscheidung eingeführt. Das ist vorgesehen. Wenn ein Mensch mit Behinderungen und Vorerkrankungen betroffen ist, dann muss auch noch ein weiterer Experte, der sich mit dieser Erkrankung oder Behinderung auskennt, hinzugezogen werden. Somit haben wir ein Mehraugenprinzip und die Sicherstellung der notwendigen Expertise, sodass wir in der Regel klarkommen. Wenn es dann auch noch eine Uneinigkeit gibt, dann sind noch weitere Maßnahmen hier vorgesehen. Aber das Mehraugenprinzip mit der entsprechenden Expertise aus dem betroffenen Bereich sichert, dass das Ganze fair und gerecht zuläuft. Und das Ganze wird dann dokumentiert. Wir haben umfängliche Dokumentationspflichten eingeführt. Ich schließe ab, das ist ein klarer Kompass für unsere Gesellschaft. Der klare Kompass für unsere Gesellschaft bedeutet, in einer solchen Situation sind Behinderung und Benachteiligung, sind Vorerkrankungen kein Grund, die Versorgung nicht zu bekommen. Lassen Sie mich abschließend noch sagen, es wird keine Ex-Post-Triage geben. Das heißt, derjenige, wo die Behandlung schon begonnen hat, der kann sich darauf verlassen, dass die Behandlung auch fortgeführt wird, sodass niemand befürchten muss, dass die Behandlung abgebrochen wird, nur damit die Behandlungsplätze einem Dritten zuteil werden. Das kann nicht angehen. Die Ex-Post-Triage wird es bei uns nicht geben. Ich danke Ihnen. Und für die CDU-CSU hat das Wort Hubert Hüppe. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Am 28. Dezember 2021 hat das Bundesverfassungsgericht seine Entscheidung zur sogenannten Triage veröffentlicht. Menschen mit Behinderungen haben geklagt, weil sie Angst hatten, benachteiligt zu werden, wenn es nicht genug Behandlungskapazitäten gibt. Im Grundgesetz steht, niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Und tatsächlich hat das Gericht im Sinne der Klägerinnen entschieden, der Gesetzgeber hat gegen dieses Benachteiligungsverbot verstoßen, ich zitiere, weil er es unterlassen hat, Vorkehrungen zu treffen, damit niemand wegen einer Behinderung auf die Zuteilung überlebenswichtiger, nicht für alle zur Verfügung stehender intensivmedizinischer Ressourcen benachteiligt wird. Am selben Tag, Herr Minister, haben Sie getwittert, ich begrüße das Urteil des BVG ausdrücklich, Menschen mit Behinderung bedürfen mehr als alle anderen des Schutzes durch den Staat. Und wer sich den vorliegenden Gesetzentwurf allerdings ansieht, der muss feststellen, dass Herr Lauterbach zwar den Schutz begrüßt, aber ihn im vorliegenden Gesetz nicht schafft, meine Damen und Herren. Und das ist nicht nur meine Meinung, sondern das ist durchgängig die Meinung aller Behindertenverbände, die ich kenne.
Und der Grundfehler ist, dass er die Triage im Infektionsschutzgesetz regelt. Also nur dann, wenn es aufgrund einer übertragbaren Krankheit nicht ausreichend überlebenswichtige intensivmedizinische Behandlungskapazitäten gibt. Das bedeutet aber im Umkehrschluss, dass alle anderen Triage-Situationen ungeregelt bleiben. Also zum Beispiel bei Naturkatastrophen, beim Reaktorunterfall, bei Flugzeugabsturz, Krieg oder Terroranschlag. Ungeregelt bleiben auch alle Situationen zur Zuteilung von Behandlungskapazitäten außerhalb der Intensivmedizin, zum Beispiel bei Arzneimittel, bei Blutkonserven, Plätze im Rettungswagen. Meine Damen und Herren, tatsächlich, der Anlass war erst Covid-19. Aber wenn es wirklich zu Behandlungsengpässen kommt, dann herrscht die Diskriminierung doch auch bei Flutkatastrophen oder anderen Katastrophen. Und wenn wir die Menschen schützen wollen und wenn wir wollen, dass sie nicht diskriminiert werden in der Medizin, dann müssen wir das mit hier reinnehmen und nicht nur im Infektionsgesetz, sondern dafür möglicherweise ein eigenes Gesetz oder das AGG, meine Damen und Herren. Ein weiterer Fall ist auch, dass Sie zwar schreiben, das haben Sie ja gerade auch gesagt, mehr Augenprinzip, Facharzterfordernis und Dokumentationspflicht. Allerdings, das muss man hier auch sagen, wenn man dagegen verstößt, gibt es weder eine Strafe noch ein Bußgeld. Und meine Damen und Herren, schauen Sie sich das Infektionsschutzgesetz an. Hinten sind ganz viele Bußgelder aufgeführt, Meldepflichten aufgeführt, Bestrafungen aufgeführt. Alles steht dort, nur nicht bei Triage. Und da geht es um Leben oder Tod. Aber wenn Sie wirklich einen Schutz wollen von Menschen mit Behinderung, der effektiv ist, so wie es das Verfassungsgericht fordert, meine Damen und Herren, dann muss es dort auch Sanktionen geben, sonst ist es kein Schutz für die Menschen. Und noch nicht mal eine Meldepflicht schreiben Sie vor. Bei allen Dingen müssen Sie irgendwas melden. Da haben Sie ganz viele Meldevorschriften, die sind auch aufgeführt. Aber ausgerechnet bei den Triage muss man nichts melden. Das heißt, Behörden können überhaupt nicht prüfen, weil sie gar nicht wissen, ob so etwas stattgefunden hat. Und deswegen ist dieser Entwurf aus meiner Sicht nicht tragbar. Meine Damen und Herren, ein letztes. Im Koalitionsvertrag steht bei der Ampel, dass sie Menschen mit Behinderung bei allen Gesetzen sehr stark beteiligen wollen, mehr als es je vorher der Fall ist. Bei diesem Gesetz haben Sie die betroffenen Menschen nicht besonders gut beteiligt. Noch heute warten die Menschen mit Behinderung auf Antworten auf Fragen, die an Ihr Ministerium geschickt worden sind. Die sind bis heute nicht beantwortet. Und wenn Sie nicht mit den betroffenen Menschen sprechen, dann machen Sie hier einen großen Fehler, denn es geht um deren Leben, um deren Situation. Und bei Ihnen sieht es so aus, Herr Minister, dass dieser Gesetzentwurf ein Dokument des Unwillens ist, das dem Anliegen der Klägerin nicht gerecht wird. Vielen Dank. Und für Bündnis 90 Die Grünen hat das Wort die Kollegin Dr. Kirsten Gabbert-Gonter. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Als vor über 10 Jahren die UN-Behindertenrechtskonvention ratifiziert wurde, ist damit ein Paradigmenwechsel eingeläutet worden. Es geht um nicht weniger als darum, eine inklusive Gesellschaft Wirklichkeit werden zu lassen. Bis heute aber gibt es keinen Lebensbereich, der wirklich diskriminierungsfrei ist, leider auch nicht unser Gesundheitswesen. Auch wenn wir Ärztinnen, wie ich auch, alle Profis im Gesundheitssystem ihr Bestes geben und auch in dieser Pandemie dafür gesorgt haben, dass glücklicherweise eine solche Zuteilungsentscheidung nicht getroffen werden musste. So gibt es doch, wenn wir uns ehrlich machen und einen Fingernaseversuch machen, Diskriminierung im Gesundheitswesen. Sie passiert, und zwar häufig unbewusst. Und darum sind Betroffene, als die Ressourcen wegen der Corona-Notlage knapp wurden, vor das Bundesverfassungsgericht gezogen. Und sie haben Recht bekommen, Menschen mit Behinderung dürfen bei der Zuteilung überlebensnotwendiger Ressourcen nicht benachteiligt werden. Und das ist uns Auftrag. Der vorliegende Gesetzentwurf muss also Wichtiges erfüllen, und er erfüllt zentrale
wichtige Anforderung. Für Menschen mit Behinderung muss sichergestellt werden, dass sie im Fall einer Triage nicht etwa aufgrund von Diskriminierung keinen lebenssichernden Platz bekommen. Die Personen, die im Gesundheitswesen arbeiten und Verantwortung tragen, brauchen Rechtssicherheit. Und der Gesetzentwurf muss dafür sorgen, dass das praktikabel und anwendbar in Ausnahmesituationen ist. Und das ist nicht trivial, und darum befassen wir uns auch in einer Anhörung jetzt natürlich damit nochmal, wo verschiedene Blickwinkel zum Tragen kommen, von Ärzteverbänden, von Menschen mit Behinderung. Ein solches Gesetz muss darum befristet und evaluiert werden. Und ich begrüße sehr, dass der Bundesgesundheitsminister gerade noch mal klargestellt hat, dass die Ex-Post-Triage ausgeschlossen bleibt. Das ist wichtig für das Vertrauensverhältnis zwischen Ärztin und Patientin und für mehr Klarheit statt für mehr Unsicherheit. Und in den vergangenen Jahren der Pandemie haben Vorsorge und der hohe Einsatz der Menschen im Gesundheitswesen, Ärztinnen, Pflegerinnen, alle dafür gesorgt, dass eine solche Zuteilungsentscheidung nicht gefällt werden musste. Das ist gut. Und wahrscheinlich wird auch der vorliegende Gesetzentwurf nie zur Anwendung kommen müssen. Hoffentlich nicht. Doch er ist erheblich, denn auch künftige Entscheidungen werden sich potenziell an diesem Gesetz orientieren, Herr Hüppe. Das A und O ist, es steht in unserer Verantwortung, alles dafür zu tun, dass es auch weiterhin nicht zu einer solchen Notsituation kommt. Und wir müssen sicherstellen, dass auch die Zugänge zum Versorgungssystem funktionieren, dass es keine sogenannte Vortriage gibt. Unser gemeinsames Ziel, ob Beschäftigte im Gesundheitssystem oder Menschen mit Behinderung, muss doch ein inklusives Gesundheitswesen sein. Dahin ist noch ein Weg zu gehen. Ich finde, wir sollten den gemeinsam gehen. Ich danke Ihnen. Und für die AfD-Fraktion hat das Wort Jörg Schneider. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! 2020 sahen wir schreckliche Bilder aus Italien und aus Frankreich. Menschen erkrankten schwer an Corona. Es gab nicht genug Beatmungsgeräte. Ärzte mussten entscheiden, wer wird beatmet, wer nicht. Diese Entscheidungssituation nennen wir Triage. In Deutschland hatten vor allen Dingen Behinderte Angst, dass sie in einer solchen Situation, wenn sie denn in Deutschland auftreten würde, benachteiligt wären. Das Verfassungsgericht gab ihnen Recht. Deswegen diskutieren wir heute eine Änderung, eine Ergänzung des Infektionsschutzgesetzes um eine Triage-Regelung. Da stehen jetzt viele Kriterien drin, die bei einer Triage-Entscheidung nicht berücksichtigt werden dürfen. Und ich glaube, wir sind uns einig, die sexuelle Orientierung, die Weltanschauung, die Religion, die dürfen keine Rolle spielen, wenn es darum geht, wer kriegt das letzte Beatmungsgerät. Aber das Alter? Wir wissen doch aus Corona, dass gerade jüngere Menschen eine wesentlich bessere Überlebenschance hatten. Das darf ein Arzt jetzt nicht mehr berücksichtigen. Oder eine Behinderung? Ich glaube nicht, dass ein Arzt einen Blinden benachteiligt gegenüber einem Nichtsehbehinderten. Aber wenn eine Behinderung die Atmung beeinträchtigt und wir sprechen über eine Erkrankung des Atmungsapparates, dann muss es doch möglich sein, dass ein Arzt etwas solches mit bei seiner Entscheidung berücksichtigt, meine Damen und Herren. Der Generalsekretär des Bundes der Vereinigung der Intensivmediziner, Herr Professor Janssens, sagte dazu, und ich zitiere wörtlich: Wenn Ärzte gezwungen würden, Kriterien wie das Alter oder die Gebrechlichkeit bei Menschen über 65 Jahren bei der Triage-Entscheidung pauschal außer Acht zu lassen, dann werden wir handlungsunfähig. Zitat Ende. Und unsere Mediziner sind handlungsfähig. Triage findet statt. Stellen Sie sich vor, ein Unfall, viele Schwerverletzte, das erste Rettungsteam trifft dort am Ort ein, dann muss diese traurige Entscheidung getroffen werden. Wen können wir retten? Das machen die heute schon, meine Damen und Herren. Und die Frage ist jetzt, können wir diese Erfahrungen, die dort gesammelt worden sind, in eine pandemiebedingte Triage-Situation hinein transferieren? Und ich sage, nein, Ihr Gesetzentwurf verhindert das, meine Damen und Herren. Und auch die Umsetzung, die Sie hier vorschlagen, erscheint mir doch etwas weltfremd. Zwei Ärzte müssen einvernehmlich entscheiden. Wenn das nicht möglich ist, soll ein Dritter dazukommen. Das Ganze soll dokumentiert werden.
in einer Triage-Situation sind wir in einem Ausnahmezustand. Da gibt es dann vielleicht einen Arzt, der muss entscheiden, der muss schnell entscheiden und der hat keine Zeit für eine Dokumentation. Ich glaube, auch in diesem Punkt ist Ihr Gesetzentwurf noch dringend überarbeitungsbedürftig, meine Damen und Herren. Und schließlich, Herr Minister, Corona ist vorbei. Das sagt nicht nur die AfD-Fraktion, das sagen die meisten Regierungen auf dieser Welt. Und wenn Sie hier weiterhin mit Fallzahlen Panik schüren, wir wissen doch seit anderthalb Jahren, dass die Inzidenz kein geeignetes Kriterium ist, um eine Notsituation vorherzusagen. Und Sie versuchen es hier schon wieder. Nein, wenn Sie eine Notsituation im Gesundheitssystem vermeiden wollen, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Schaffen Sie endlich die einrichtungsbezogene Impfpflicht ab. Wir wissen, geimpfte Pfleger können Patienten genauso anstecken wie Ungeimpfte. Sie wird eh nicht durchgesetzt, diese einrichtungsbezogene Impfpflicht. Und wenn wir sie durchsetzen würden, ja, dann hätten wir einen Notstand. Deswegen weg mit der einrichtungsbezogenen Impfpflicht, meine Damen und Herren. Und gesunde Pfleger und Ärzte, die gehören nicht in Quarantäne. Gesunde Ärzte und Pfleger, die gehören zu ihren Patienten. Deswegen beenden Sie endlich diese vollkommen überzogenen Quarantänevorschriften. Dann, glaube ich, sind wir am ehesten vor einer Notsituation geschützt. Ich danke Ihnen. Und für die FDP-Fraktion, Entschuldigung bitte, hat das Wort die Kollegin Katrin Helling-Plahr. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, sehr geehrter Herr Minister, vor gut 200 Jahren war es der Armeechirurg Dominique Jean Larrey, der Vater der Notärzte, der während Napoleon Bonapartes Feldzügen auf Pferdewagen fliegende Lazarette einrichtete. Er begann damit, die Verwundeten nach Schwere der Verletzung zu sortieren, um möglichst viele Patienten behandeln zu können. Was auf dem Schlachtfeld seinen Ursprung nahm, wurde später auch in zivilen Katastrophenfällen angewandt und hat inzwischen auch in der medizinischen Versorgung in Friedenszeiten eine lange Geschichte. Bei der Zuteilung des in den 40er Jahren neuen und knappen Penicillins im Rahmen der Polioepidemien in den 50er Jahren, als nicht ausreichend eiserne Lungen zur Verfügung standen und in den 60ern, als man mit Dialysebehandlungen begann, und nicht ausreichend Plätze für alle Betroffenen hatte. Meine Damen und Herren, die Entscheidung über die Zuteilung knapper medizinischer Ressourcen ist oft nicht weniger als die Entscheidung über die Frage von Leben und Tod. Ärzte haben sich der Rettung menschlichen Lebens verschrieben. Sie haben gelobt, wenn ich aus der Deklaration von Genf zitieren darf, die Gesundheit und das Wohlergehen meiner Patientin oder meines Patienten werden mein oberstes Anliegen sein. Kein Arzt trifft eine Zuteilungsentscheidung leichtfertig. Aber es gibt Situationen, da muss er sie treffen. Gegebenenfalls auch einmal in einer Pandemiesituation, in der ein Krankenhaus an der absoluten Überlastungsgrenze steht und auch er an der körperlichen Belastungsgrenze arbeitet. In solchen Ausnahmesituationen ist es dann, so hat es das Bundesverfassungsgericht festgestellt, nicht immer gewährleistet, dass absolut diskriminierungsfrei entschieden wird. In solchen Situationen ist es nicht immer ausgeschlossen, dass gerade Menschen mit einer Behinderung bei der Zuteilung intensivmedizinischer Ressourcen benachteiligt werden. Nicht, weil Ärztinnen und Ärzte diskriminieren wollen, sondern weil es sein könnte, dass sie die Überlebenswahrscheinlichkeit nicht richtig einschätzen. Das Bundesverfassungsgericht hat es unbewusste Stereotypisierung genannt. Deshalb ist es an uns, als Gesetzgeber Vorkehrungen zu treffen, damit niemand wegen einer Behinderung oder Vorerkrankung bei der Zuteilung überlebenswichtiger, nicht für alle zur Verfügung stehender intensivmedizinischer Ressourcen benachteiligt wird. Dieser Verantwortung kommen wir mit diesem Gesetzentwurf nach. Zugleich vergessen wir aber natürlich nicht, dass das vordringliche Ziel sein muss, die Entstehung von Triage-Situationen zu vermeiden. Wenn es aber doch dazu kommt, dann ist es richtig, dass anhand der aktuellen und kurzfristigen Überlebenswahrscheinlichkeit entschieden wird. Dieses Kriterium hat ja auch das Bundesverfassungsgericht als grundgesetzkonformes Kriterium genannt. Konkret und auf eine Pandemie bezogen, welcher Patient wird die akute Infektion mit höherer Wahrscheinlichkeit überleben? Losentscheidungen
wie zum Teil ja auch gefordert wurde, hielt ich für abwegig. Die aktuelle und kurzfristige Überlebenswahrscheinlichkeit der Patienten entscheiden zu lassen, ist wesentlich gerechter, als Leben gegen Leben auszuwürfeln. Denn nur dieses Kriterium wird der scheinbaren Kontradiktion gerecht, dass einerseits ein Leben genauso viel wert ist wie das andere, dass wir Leben weder bewerten können noch wollen, dass wir aber andererseits so viele Menschenleben retten wollen, wie es eben geht. Bei der zur Bestimmung der aktuellen und kurzfristigen Überlebenswahrscheinlichkeit erforderlichen und sicher nicht immer einfachen Prognose darf selbstredend nicht diskriminiert werden, insbesondere nicht wegen einer Behinderung, einer Vorerkrankung, des Alters, der ethnischen Herkunft, der Religion oder Weltanschauung, des Geschlechts oder der sexuellen Orientierung. Das wollen wir nun auch im Gesetz festhalten. Zur Absicherung für alle Beteiligten müssen qualifizierte Ärzte in einem Vier-Augen-Prinzip entscheiden. Bei Begleiterkrankungen oder Behinderungen muss zudem noch ein fachlich insoweit besonders versierter Mediziner hinzugezogen werden. Ich finde, das ist ein guter Weg, einer potenziellen Diskriminierungsgefahr zu begegnen. Wir müssen bei diesem existenziellen Thema natürlich alle Aspekte genau wägen. Deshalb sehe ich der weiteren Diskussion im Ausschuss entgegen. Vielen Dank. Und für die Fraktion Die Linke hat das Wort der Kollege Atesh Güpinar. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, nun liegt das Gesetz zur Triage vor. Mit diesem Gesetz soll ein Rahmen geschaffen werden, wie Entscheidungen über Leben und Tod getroffen werden sollen. Bevor ich ein paar Sätze über diese zentrale ethische Fragestellung verlieren möchte, lassen Sie mich festhalten, dass dieses Gesetz sehr deutlich macht, wie unmoralisch das profitorientierte System ist, in dem wir leben, und dass dies insbesondere im Gesundheitssystem nun wirklich gar nichts verloren hat. Warum? Das profitorientierte System schafft künstliche Knappheit für Katastrophen unvorhergesehene Ereignisse. Zwei lange Wörter. Müssen Betten, Ressourcen und Personal vorgehalten werden. Etwas, was finanziell nur ein Kostenpunkt ist, wenn es nicht zum Einsatz kommt. Da das Gesundheitssystem aber auf Profitorientierung und damit auch auf Sparen ausgelegt wurde, wurden jahrzehntelang Betten und Personal abgebaut. Selten wurde deutlicher, dass das System ist dysfunktional und gewissermaßen ein moralisches Desaster. Es liegt an uns, es zu ändern, sehr geehrte Damen und Herren. Und das hat auch zur Folge, dass auf verschiedensten Ebenen bereits vortriagiert wird. Wenn nur noch wenige Betten frei sind, dann wird eben schon vor dem letzten Bett entschieden, wer die knappe Ressource einer Intensivbehandlung bekommt und wer manchmal eben auch nicht. Das System fördert solche Entscheidungen, auch wenn ein Großteil des medizinischen Personals natürlich auch in diesem System ihr Möglichstes versucht. Häufig auf Kosten der eigenen psychischen und physischen Gesundheit, meine Damen und Herren. Klar ist also, jede Entscheidung, in die das medizinische Personal zu einer solchen Triage-Entscheidung gezwungen wird, ist eine Bankrotterklärung der Gesamtgesellschaft. Vielleicht ist es da nur folgerichtig, dass auch der Bundestag selbst keine gute Entscheidung treffen können wird. Auf der einen Seite das, was die Regierung nun vorlegt. Der Entwurf erlaubt, auf Basis der kurzfristigen Überlebenswahrscheinlichkeit der Patientinnen zu entscheiden. Herr Hüppe hat da schon einige sehr richtige Sachen gesagt. Eigentlich gilt aber, hat ein Mensch eine Überlebenswahrscheinlichkeit, wird er behandelt. Wenn wir nun anfangen, den Grad der Überlebenswahrscheinlichkeit zu vergleichen, dann haben manche bestimmte Personengruppen unvermeidbar Nachteile. Dann diskriminieren wir. Auch wenn man dem Gesetz den verzweifelhaften Versuch ansieht, Diskriminierung rauszuhalten, wird es niemals diskriminierungsfrei sein. Und das ist mit der Würde des Menschen nicht vereinbar, sehr geehrte Damen und Herren. Eine Variante, die einige Behindertenverbände vorgeschlagen haben, ist die Randomisierung. Diese Variante überlässt die Entscheidung, wer nun behandelt wird, dem Zufall, gewissermaßen dem Schicksal. Das ist keine zufriedenstellende Variante, sie kann es nicht sein, aber immerhin wäre sie diskriminierungsfrei. Eine Entscheidung für das eine wie das andere wird weiterhin zu vorgelagerten Triage-Entscheidungen führen. Denn das medizinisch verantwortliche Personal wird es sicher vermeiden, übrigens unter weiterer Mehrbelastung solche Entscheidungen so zu treffen. Und gleichzeitig dürfen solche Entscheidungen niemals Normalität werden. Jede Triage muss eine Art Notstand, erklärten Ausnahmezustand zur Folge haben. Konsequenzen müssen diskutiert werden, damit daraus niemals Normalität wird.
Die wichtigste Konsequenz, ich komme zum Schluss, kennen wir schon jetzt. Lassen Sie uns das Gesundheitssystem wieder am Bedarf der Menschen und nicht am Profit orientieren und dafür sorgen, dass es nicht selbstverschuldet zu Ressourcenknappheiten kommt. Vielen Dank. Und für die SPD-Fraktion hat das Wort der Kollege Dirk Heidenblut. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir reden heute über ein Gesetz oder über Gesetzesparagraphen, von denen wir, glaube ich, alle wollen, dass sie nie zur Anwendung kommen. Das ist eigentlich das ganz Entscheidende. Und ich bin mir ganz sicher, und Herr Minister, ich bin sehr dankbar, dass Sie an den Anfang Ihrer Rede auch gestellt haben, dass sozusagen das Verhindern, dass wir in eine Triage-Situation kommen, unser eigentliches Ziel sein muss und auch ist, und dass das auch in der Pandemie bisher hervorragend gelungen ist. Ich bin mir ganz sicher, alle im Gesundheitswesen, gerade auch die Ärzte und Ärzte auf den Intensivstationen, die Pflegekräfte dort, werden alles daran setzen, dass das nicht passiert. Und natürlich müssen wir denen die Unterstützung geben, die sie brauchen, damit das auch gelingen kann. Und ich glaube, wir haben in der Pandemie sehr deutlich bewiesen, dass es eben nicht um ein profitorientiertes System geht, sondern dass es an der Stelle darum geht, dass wir schnell handeln, zuverlässig handeln. Und es ist eben nie zu einer Triage-Situation gekommen. Und dazu darf es auch nie kommen. Denn ganz unabhängig von Diskriminierungsfragen haben wir eine Triage-Situation, wird das für mindestens einen Menschen eine extrem schlechte Situation sein. Und mir ist dann ehrlich gesagt lieber, wir verhindern das von vornherein. Insofern ganz wichtig. Ein zweiter Punkt, Herr Minister, wo ich ausdrücklich Danke sagen will, dass Sie so deutlich die Ex-Post-Triage ausgeschlossen haben. Das war überfällig, das ist wichtig und das ist ein absolut richtiger Punkt. Und ich finde, Sie bringen, und da teile ich die Ansicht des Kollegen Hüppel nun überhaupt gar nicht, mit dem Gesetz sehr gut zum Ausdruck, dass Sie genau das machen wollen, was Sie auch gesagt haben, nämlich Diskriminierung vermeiden, die Menschen schützen. Ich bin auch dankbar übrigens, wenn ich sonst nicht viel zu dem Vortrag von der rechten Seite sagen will, dass Sie durchaus über das hinausgegangen sind, was sozusagen die Klagenden und das Urteil uns mitgegeben hat und die Menschen mit Behinderung, aber eben auch viele andere, die wir auch im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz haben, schützen vor Diskriminierung, weil es gilt, jeder Mensch, jedes Leben ist gleich viel wert und muss auch entsprechend betrachtet werden. Und ich bin ganz sicher, das System, das wir da vorgelegt bekommen haben, also gut, wie bei jedem Gesetz, werden wir auch bei diesem Gesetz, die Kollegin hat es schon gesagt, natürlich über die Anhörung, über die Bilder, die wir uns selbst noch machen und natürlich über die Gespräche, Kollege Höppe, insbesondere auch mit den entsprechenden Gruppen der Betroffenen, werden wir uns sicherlich mit dem Gesetz noch beschäftigen und vielleicht finden wir auch die ein oder andere gute Möglichkeit, das ein oder andere noch gut zu verbessern. Das will ich gar nicht ausschließen. Trotzdem ist das Gesetz eine gute Grundlage für das, was wir zurzeit umsetzen müssen, und eine gute Grundlage dafür, dass wir Diskriminierung verhindern können. Und ich bin mir ganz sicher, dass das Gesetz das auch möglich machen wird. Ich will noch einen Entschuldigen Sie bitte, Herr Heidenblut, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Sorge. Selbstverständlich. Ich habe schon ängstlich auf meine Zeit geguckt. Ja, vielen Dank, Herr Kollege Heidenblut. Ich finde das ja gut, dass Sie jetzt hier in Ihrer Rede auch noch mal klar machen, dass insbesondere die Thematik Ex-Post-Triage aus dem Gesetzentwurf herausgefallen ist. Aber sind Sie mit mir nicht der Auffassung, dass im Grunde ja Ihr Entwurf, also der Entwurf des Bundesgesundheitsministers, diese Ex-Post-Triage ursprünglich vorgesehen hat? Und sich jetzt hier hinzustellen und zu sagen, nachdem Kritik, berechtigte Kritik von den Behindertenverbänden, von Sozialverbänden gekommen ist, dass diese Ex-Post-Triage überhaupt im ersten Entwurf drin stand, sich jetzt hier abfeiern zu wollen, dass Sie das wieder rückgängig gemacht haben, dass das völlig an den Tatsachen vorbeigeht und wir viel Verwirrung und Aufregung in den Verbänden hätten vermeiden können, wenn Sie es gleich von vornherein gemacht hätten. Also zunächst mal, lieber Kollege Sorge, ist es ja erstmal nicht verwerflich, wenn man über Dinge, die man ins Rennen schmeißt und in der Überlegung hat, nachdenkt und auf Reaktionen reagiert. Und das widerspricht dann zum Beispiel dem, was der Kollege Hüppe gesagt hat, dass mit den Betroffenen nicht gesprochen und deren Reaktionen nicht ernst genommen worden wären, sondern sie sind ernst genommen worden. Der zweite Punkt ist, dass es Überlegungen gibt, auch aus dem Bundesministerium, die immer mal in die Öffentlichkeit gelangen, die bestimmte Dinge beinhalten. Das mag ja sein, aber an dieser Stelle haben wir eben nicht nur die Ex-Post-Triage nicht ins Gesetz genommen, sondern wir haben ausdrücklich, sind sogar darüber hinausgegangen, wir haben sie ausdrücklich ausgeschlossen im Gesetz, das ist also noch eine ganze Nummer weiter und ich finde, das ist keineswegs sozusagen ein Fehler und ich finde es absolut richtig, dass das genau gemacht worden ist. Wir haben in dem Gesetz
eine Menge Sicherungsmechanismen vorgesehen, die verhindern sollen, dass es zu Diskriminierung kommt. Wir setzen damit das um, was das Bundesverfassungsgericht will. Ich will aber auch eins ganz deutlich sagen, zumindest für mich und ich gehe davon aus, auch für meine Fraktion. Das Gesetz ist keineswegs ein grundsätzlicher Misstrauensbeweis gegenüber denjenigen, die bis jetzt schon auf Intensivstationen, und davon gehe ich aus, in allergrößter Zahl völlig diskriminierungsfrei ihren Jobs nachgehen und die im Wesentlichen der Rettung des Lebens verpflichtet sind, sondern es ist einfach das Gebot, dass wir sicherstellen müssen, dass Menschen, die eines besonderen Schutzes bedürfen, diesen Schutz auf jeden Fall auch erhalten. Und ein letztes Wort noch zu den immer wieder vorgebrachten Punkten, dass man das Ganze auch möglicherweise mit einem Losentscheid oder einem randomisierten Verfahren oder irgendwelchen anderen derartigen Verfahren machen könnte. Ich persönlich halte von solchen Vorgehensweisen herzlich wenig und kann mich da meiner Vorrednerin aus der FDP nur anschließen. Wir haben hier ein vernünftiges, ein sinnvolles Verfahren, das Diskriminierung vermeidet. Ein Losverfahren, ein Verfahren, das randomisiert, ist unserer Verpflichtung dem Leben insgesamt gegenüber nicht gerechtfertigt und ist im Zweifel für mich so ein bisschen was wie die Flucht aus der Verantwortung. Und diese Verantwortung tragen wir, aber die tragen eben auch die Ärztinnen und Ärzte. Und einen Punkt will ich noch den Ärztinnen und Ärzten allerdings gerne mitgeben. Ich glaube, dass die Fragen des Umgangs mit Menschen mit Behinderung in der Ausbildung durchaus einen deutlicheren Stellenwert haben müssen und dass auch solche Fragen da in anderer Form noch mal thematisiert und eingebaut werden müssen. Nicht nur um Diskriminierung zu verhindern, sondern auch um einen Umgang zu ermöglichen, der im Interesse der Menschen ist. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf die weitere Debatte. Und für die CDU-CSU-Fraktion hat das Wort der Kollege Stefan Pilsinger. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, mich freut, dass wir heute hier zu dieser wichtigen Debatte zusammenkommen. Mich hätte es aber auch noch viel mehr gefreut, wenn zumindest der Behindertenbeauftragte oder der Patientenbeauftragte der Bundesregierung heute dieser Debatte beigewohnt hätte. Das entschuldige ich mich an dieser Stelle. Aber der Behindertenbeauftragte hätte zumindest dieser Debatte teilnehmen können. Die heutige Debatte ist eine äußerst schwerwiegende Debatte, weil sie die schwierigste aller Fragen berührt. Die Frage nämlich, wer im Notfall leben darf, wer sterben muss und wer darüber entscheiden darf. Wenn bis heute keine Triageentscheidung an deutschen Kliniken gefällt werden musste, so ist es doch richtig, ja überfällig, diese vor allem für die Ärzte extrem schwierige Situation über Leben und Tod gesetzlich zu klären. Zu klären mit dem Ziel, dieses Dilemma für Ärzte, Patienten, Angehörige ethisch verantwortbar zu lösen, Rechtssicherheit für die behandelnden Ärzte zu schaffen, aber auch um behinderte, benachteiligte, vulnerable Menschen vor Diskriminierung in einer für alle Beteiligten so schwierigen Situation zu schützen. Der vorliegende Gesetzentwurf der Bundesregierung ist dabei stark geprägt vom Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 16. Dezember 2021, der dem Gesetzgeber auferlegt hat, im Falle einer Triage jegliche Form von Benachteiligung wegen einer Behinderung von vornherein hinreichend zu verhindern. Gleichwohl muss die Letztentscheidung bei den Ärzten liegen, die sich nur an der aktuellen und kurzfristigen Überlebenswahrscheinlichkeit der betroffenen Patienten festmachen darf. Eine Behinderung, der Grad der Gebrechlichkeit, das Alter, die ethische Herkunft, die Religion oder Weltanschauung, das Geschlecht oder die sexuelle Orientierung des Betroffenen dürfen keine Rolle bei der Zurzahlungsentscheidung spielen. Eine Gesellschaft, die solche Grundsätze grundsätzlich aufgibt, hat ihren moralischen Kompass komplett verloren. Als Arzt betone ich die Rechtssicherheit für die jeweiligen ärztlichen Entscheidungsträger in diesem Dilemma. Sollte die Entscheidung im Weiteren trotzdem zum Tod des Intensivpatienten führen, während wegen dieser Entscheidung ein anderer Patient verstorben ist, weil dieser nicht intensivmedizinisch behandelt wurde, darf gegen den Arzt kein individueller Schuldvorwurf erhoben werden. Sein ärztliches Handeln muss in dieser Extremsituation als objektiv rechtmäßig bewertet und anerkannt werden. Insofern sollte eine Kontrolle nicht den Gerichten überlassen werden, sondern der Ärzteschaft. Nicht per se unmoralisch halte ich aber auch die Diskussion um eine Ex-Post-Triage. Denn die aktuelle Überlebenswahrscheinlichkeit lässt sich bei vielen Patienten erst nach
einem intensivmedizinischen Verhandlungsversuch verlässlich abschätzen, wie auch die einschlägigen Fachgesellschaften betonen. Wenn ein klar dem Tode geweihter Intensivpatient das letzte Intensivbett besetzt, während ein anderer Patient mit absehbar höherer Überlebenswahrscheinlichkeit nicht behandelt und deswegen auch sterben muss, so ist das ethisch-moralisch zumindest fragwürdig. Liebe Kolleginnen und Kollegen, trotz aller politischen Gegensätze hier im Hohen Hause dürfen wir uns niemals von dem Grundsatz verabschieden, menschlichem Leben die höchste Bedeutung beizumessen und es zu bewahren. Das gebietet uns nicht nur die Humanität, sondern auch unsere deutsche Geschichte. Vielen Dank. Und für Bündnis 90 Die Grüne hat das Wort Corinna Röfer. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, im Sommer 20 reichten 9 behinderte und chronisch kranke Menschen Beschwerde beim Bundesverfassungsgericht ein, weil sie befürchteten, im Fall einer Triage wegen ihrer Behinderung oder Vorerkrankung nicht intensivmedizinisch behandelt zu werden. Sie argumentierten, der Gesetzgeber müsse seiner Schutzpflicht nachkommen und gesetzliche Regeln erlassen, um sicherzustellen, dass Menschen mit Behinderungen in einem Triagefall eben nicht benachteiligt werden. Ich möchte erinnern, wir alle standen zu diesem Zeitpunkt unter dem Einfluss der Bilder aus Bergamo, von den Militärkonvois mit den Leichen, die in Krematorien geschafft wurden. Und viele von uns stellten sich damals die Frage, ob wir auch in Deutschland in die Situation kommen könnten, alte und behinderte Menschen gar nicht erst zu behandeln. Und ich kann für mich beantworten und sagen, für mich war das unvorstellbar, denn wir haben unser Grundgesetz und das stellt doch eindeutig klar, dass das Leben eines jungen oder nicht behinderten Menschen nicht mehr wert ist als das eines alten oder behinderten Menschen. Heute wissen wir, dass es sehr wohl auch bei uns in Deutschland gravierende Engpässe bei der Versorgung von Corona-Patientinnen gegeben hat. Dort, wo die Inzidenzen besonders hoch waren, wurden insbesondere alte, aber auch jüngere behinderte Menschen nicht mehr im Krankenhaus behandelt. Wir wissen von Fällen, wo Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen der Behindertenhilfe gebeten wurden, ich zitiere, Krankenhauseinweisungen besonders sorgfältig zu überdenken. Triage vor der Triage oder graue Triage nennt man das. Wir beraten heute einen Gesetzentwurf, weil das Bundesverfassungsgericht den BeschwerdeführerInnen glücklicherweise, will ich dazu sagen, weitgehend gefolgt ist. Das Gericht hat uns dazu verpflichtet, unverzüglich eigentlich geeignete Vorkehrungen zum Schutz behinderter Menschen zu treffen. Die Stärke des Schutzauftrags ist sehr groß und wir haben ihn als Gesetzgeber vollumfänglich zu erfüllen. Es werden tiefgreifende ethische Fragen berührt, die beim besten Willen nicht allein aus einer medizinischen Perspektive beantwortet werden können. Schon für sich genommen erfordern diese eine umfassende und gründliche gesellschaftliche Diskussion. Und eben diese Diskussion hat bisher leider nicht stattgefunden. Gewichtige Fragen liegen vor uns. Und diese Fragen haben eine Bedeutung weit über die Pandemie hinaus. Ist der Gesetzentwurf überhaupt dazu geeignet, einen gleichberechtigten Zugang zu überlebensnotwendigen intensivmedizinischen Behandlungen zu gewährleisten? Oder ist das in dieser Form formulierte Kriterium der aktuellen und kurzfristigen Überlebenswahrscheinlichkeit möglicherweise von vornherein immanent diskriminierend? Und wie kann gewährleistet werden, dass der Zugang zur medizinischen Versorgung im Krankenhaus für alle Menschen gesichert wird und eine sogenannte Vortriage auch in Zukunft ausgeschlossen wird? Ich bin gespannt. Kommen Sie bitte zum Schluss. Gerne. Ich bin gespannt auf die Beratungen, die jetzt folgen werden. Und wir als Parlament, wir als Gesetzgeber tragen jetzt hier richtig Verantwortung. Und ich bin mir sicher, dass wir dem am Ende auch gerecht werden. Vielen Dank. Und die letzte Rednerin in der Debatte ist für die CDU-CSU-Fraktion Simone Burchert. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,
Mit dem Urteil vom 16. Dezember 2021 hat das Bundesverfassungsgericht den verfassungsrechtlichen Rahmen dahingehend abgesteckt, dass niemand aufgrund seiner Behinderung benachteiligt werden darf. Diese Feststellung begrüße ich hier außerordentlich. Was das Gericht mit seinem Urteil allerdings nicht getan hat, ist die Ex-Post-Triage zu thematisieren. Insofern ist es gelinde gesagt merkwürdig, dass die Bundesregierung bei einer gesetzlichen Regelung zur pandemiebedingten Triage einen Zusammenhang mit dem Diskriminierungsverbot konstruiert. Sie haben mit Ihrer Kommunikation wieder mal sehr viel Porzellan zerschlagen, indem Sie die Betroffenen nicht beteiligt haben. Und es wäre der Sache dienlich gewesen, wenn Sie im Vorfeld der heutigen Debatte die Einschätzung von Fachjuristen eingeholt hätten. Und es wäre auch der Sache dienlich gewesen, wenn Sie vorher mit den Leuten aus der Notfall- und intensivmedizinischen Praxis gesprochen hätten. Und es wäre der Sache auch dienlich gewesen, wenn Sie auch die Menschen mit Behinderung eingebunden hätten in diesen Prozess. Meine sehr geehrten Damen und Herren, in den deutschen Notfallambulanzen und Intensivstationen, wo tagtäglich tragische und belastende Entscheidungen getroffen werden, herrschen höchste fachliche und ethische Standards. Diese gilt es jetzt gesetzlich zu verankern. Und an dem Thema Ex-Post-Triage, das sowohl behinderte wie auch nicht behinderte Menschen gleichermaßen betrifft, haben Sie sich vorbeigemogelt. Wenn man sie zulässt, birgt das natürlich Gefahren. Wenn nicht, natürlich auch. Die Überlebenswahrscheinlichkeit lässt sich bei vielen Patienten erst nach einem intensivmedizinischen Behandlungsversuch verlässlich abschätzen. Beim Ausschluss der Ex-Post-Triage entfällt diese Möglichkeit. Außerdem wären bei einem starken Zustrom schwerkranker Intensivpatienten und Infektionspatienten die Intensivkapazitäten auf absehbare Zeit vollständig ausgelastet. Dadurch hätten später eintreffende Patienten auch mit anderen lebensbedrohlichen Erkrankungen, und die gibt es nun mal auch noch, Herr Minister, eine deutlich verringernde Chance auf eine Intensivbehandlung. Glücklicherweise kam es in Deutschland auch zu Hochzeiten der Pandemie zu keiner Triage. Dennoch brauchen wir einen wirksamen und umsetzbaren Schutz vor Diskriminierung. Wir brauchen auch Handlungsfähigkeit der Ärzte, damit diese über die Zuteilung dieser knappen Ressourcen fundiert und gerecht entscheiden können. Und liebe Kollegen, das Thema Triage ist kein Thema nur der Pandemie. Es kann uns auch in anderen Lebenssituationen treffen. Daher verdient dieses Thema einen ganzheitlichen Ansatz. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und damit schließe ich die Aussprache. Interfraktionell wird die Überweisung des Gesetzentwurfs auf Drucksache 3877 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Gibt es weitere Überweisungsvorschläge? Das ist nicht der Fall. Dann verfahren wir, wie gerade gesagt und wie in der Tagesordnung aufgeführt. Ich rufe nun